Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokepack 2, die Dimension der Wünsche. Wir sind immer noch im Rahmen der Afterstory unterwegs und nachdem wir im letzten Part schon Boreos getroffen haben, wollen wir heute weitermachen mit Voltolos. Ich finde es ganz lustig, dass ich bei beiden Schreinen schon war, weil ich meine, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, war ich vorab nicht dort und habe mich dann ziemlich gewundert, wo die beiden Altare denn sind. Ich glaube, gerade den hier habe ich sogar so ein bisschen gesucht. Aber gut, das soll uns ja nicht weiter stören. Lass dich diesmal den Zauberspruch aufsagen, einverstanden? Ein Wind kommt auf drum... ist es ja nicht der richtige Spruch? Das war doch Boreas Zauberspruch und selbst der war falsch. Oh, der falsche Spruch, also, das kann ja mal passieren. Dann eben auf ein neues. Es blitzt und donnert, lärmt und qualmt. Den Bann er mit Gewalt zermalmt, der ihn in diesen Schrein einschloss, des Blitzekönig Voltolos. Wie er einfach voll unepisch dahinter hervorkommt. Wer wagt es, meinen wohlverdienten Schlummer so jäh zu unterbrechen? Oh, es tut mir endlich leid, aber Boreas hat uns aufgetragen, euch aufzusuchen, um die Hilfe eurer gewaltigen Donnerkräfte in Anspruch zu nehmen. Wie bitte? Boreas hat euch einfach so meine Hilfe in Aussicht gestellt, ohne mich vorher zu fragen. Nun gut, ich werde meine Hilfe niemandem im Notfall vorenthalten, aber zuvor würde ich gerne eine Runde Fangen mit euch spielen, um mir die Möglichkeit aus den Gliedern, die Müdigkeit aus den Gliedern zu schütteln. Ah, schon wieder Fangen! Ich denke mal, vielleicht wollen die ja kämpfen, weil vielleicht nicht jeder von denen Fang spielen will. Und dann wollen sie es doch immer. Ihr scheint ohne meine Hilfe wohl ziemlich aufgeschmissen zu sein. Nun gut, lassen wir das Fangspiel darüber entscheiden, ob ihr meiner Hilfe würdig seid. Zunächst müssen wir jedoch einen etwas weitläufigeren Ort aufsuchen. Alles klar? Ah, die Kampfarena. Dann wollen wir doch mal. Na, rechts oder links? Ui. Das war... Okay, ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass ich die Kurve so ein bisschen geschnitten habe und ihn dadurch so gut getroffen habe. Gut, ich habe euch mein Ehrenwort gegeben und daher werde ich euch nun meine unbändigen Kräfte zur Verfügung stellen. Habt vielen Dank, großer Voltolos. Eine Kleinigkeit gibt es noch. Immer wenn Boreos und ich allein aufeinandertreffen, kriegen wir uns in die Haare und die Fetzen fliegen. Geht zum Schrein des Arkane-Bezirks und bittet Demeteros, den Herrn der Felder, ebenfalls um Hilfe. Mit folgendem Zauberspruch könnt ihr ihn heraufbeschwören. Es sprießt die Ähre, wogt das Korn. Den Bann hebt auf, er wild vor Zorn. Der ihn in diesen Schrein einschloss, der ernte Segen, Demeteros. So, ich bin dann im Laboratorium. Der Arkane-Bezirk liegt jenseits des grünen Hains im Flora-Bezirk. Die Brücke, die dort hinüberführt, ist zwar unpassierbar, aber lasst uns vorerst dennoch dorthin gehen. Vielleicht ist sie ja mittlerweile fertig. Das wäre ganz schön. Ich möchte zurück. Ja, das wäre nett. Ich muss sagen, ich mag die drei Djinns nicht wirklich. Also ich finde einen, ehrlich gesagt, hässlicher als den anderen. Aber so im Competitive zum Beispiel benutzt man sie ja ganz gerne. Nicht in dieser Form, sondern in ihrer anderen Form. Überwiegend. Zumindest sehe ich das meistens so. Aber spielt ja keine Rolle. Also sie werden mit Sicherheit ihre Fans haben. Ich mag sie nicht wirklich. Das ist nett. Trifft Zeppeli? Botogel. Ich suche gerade Trifft Zeppeli. Da. Entschuldigung! Ich wollte doch nur hier durch. Hallöchen! Ich möchte gerne einmal zum Grünen Hain. Gott sei Dank ist der Drift Zeppeli Transportservice kostenlos. Sonst wäre ich mittlerweile schon ganz schön arm. Ich meine, was sie gut gemacht haben, das muss man so sagen. Wenn wir Reshiram herbeirufen wollen, haben wir ja schon gehört, brauchen wir 20 wahrweiße Federn. Und sie schicken uns jetzt quasi nicht sofort dahin, von wegen du musst im Rahmen der Hauptgeschichte 20 Stück sammeln, sondern sie schicken uns erst von A nach B, nach C, nach Z und da können wir auch noch ein paar sammeln. Gerade bei den beiden Altaren liegt ja auch jeweils noch eine wahrweiße Feder.
Ist eigentlich ganz gut gemacht. Aber gut, vielleicht erreichen wir jetzt ja endlich mal was. Nachdem wir ja schon mal hier waren und nicht weiterkamen und dann mit Admorei und Flambirex gesprochen haben und nicht weiterkamen und bei Zydomega nicht weiterkamen. Ach so, aber jetzt habe ich ja Floink dabei. Dieser Anton-Blick da im Hintergrund, ne? Aber der Regenbogen ist immer noch da, das finde ich total schön. Zack. Zack. Ui, was haben wir denn hier noch? Flog da gerade irgendwas? Ach. Okay, wir haben hier Fledermäuse. Ansonsten? Jede Menge Fledermäuse? Ich habe gerade ehrlich gesagt... Huch! Heitentantel. Jemand wie dich sehe ich nicht oft. Lass uns kämpfen. Okay. Das wusste ich jetzt. Ich hätte damals, als ich ja so ein bisschen, ich sag mal, Backtracking gemacht habe, hätte ich hier eigentlich auch herkommen sollen. Aber gut. Ja, das tut schon weh. Tentantel hat da so eine kleine Schwäche. Huch, ist genau auf mich draufgesprungen. Zack. Da hatte ich genau das richtige Pokémon vorne, Gott sei Dank. Du bist echt stark. Ich finde, vierfarbige Sammler klingt sogar ziemlich cool. Da wird keiner irgendwie ausgeschlossen. So, ich wollte aber eigentlich weiter nach unten und gucken, was hier noch so ist. Ah, hier ist auch noch eine wahrweiße Feder. Was ist mit euch? Oh, kommst du einfach von draußen? Ich wechsle kurz mal, dann können wir gerne auch mal fangen spielen. Das war zwar eigentlich nicht meine Intention, hier noch neue Freunde zu finden, aber wenn ich schon mal hier bin, warum nicht? Wir haben es ja nicht eilig. Ich meine, klar, ich habe gesagt, im Rahmen der Afterstory passiert nicht mehr so viel. Huch. Ja. Aber kann ja nicht schaden, noch ein paar Freundschaften zu knüpfen. Ah, ich dachte, es würde landen. Ich komme irgendwie nicht an das Ding dran. Irgendwie... Autsch. Fliegt es nicht tief genug, als dass ich an das drankommen würde. Oder kommt mir das nur so vor? Oder muss ich da irgendwie hochspringen? Das ist ja doof gemacht, dass das Ding nie landet. Das ist echt seltsam. Wahrscheinlich hätte ich es irgendwie in der Luft erwischen müssen. Ich bin jetzt einfach mal ganz stark davon ausgegangen, dass er irgendwann mal landet. Ansonsten... Kristalle... Du siehst mir aus wie ein Bronzong. Ich habe ein Nickerchen gemacht, aber bin ich wohl versunken. Es scheint inzwischen viel Zeit vergangen zu sein. Zieht euch nur mein Dekor an. Voller Schmutz, dabei ist es doch mein ganzer Stolz. Ja, kann ich tun. Oh, wunderbar, ich danke euch, ist doch gleich viel besser. Oh, das ging schnell. Okay. Achso, ja, die wahrweiße Feder könnte ich noch mitnehmen. Und, was ich auch noch machen könnte, ich weiß nicht, ob ich mit Knilz schon befreundet bin. Falls nicht, dann ändere ich das hoffentlich jetzt mal eben schnell. Knilz, bleib stehen. Ah nee, ich hab schon. Okay. Dann ist ja alles gut. Der Tentantel. Gut, waren wir kurz auf Abwägen. Ist ja auch nicht verkehrt. So, jetzt muss ich hier nur irgendwie wieder lebend rauskommen. Das wäre ganz gut. So. Gucken, ob die Brücke jetzt repariert ist.
Wäre gut. Sieht ziemlich fertig aus. Ratti. Ihr wollt in den Arkane-Bezirk? Ihr kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe die Brücke gerade repariert. Ist doch toll, wenn die Dinge lange halten, findet ihr nicht? Ich werde meine Fähigkeiten weiter verbessern und auch mehr bauen. Ich finde das schön, im ersten Teil war ja quasi Bidiza der Baumeister und hier jetzt Praktibalk. Finde ich ganz passend. So. Die nehme ich noch mit, dann dürfen wir jetzt 22 oder so haben. Der Arkane-Bezirk, also noch nicht ganz, das ist ja hier noch der Flora-Bezirk. Aber ich freue mich da sehr drauf. Hallo Kerapendra, du bist ganz schön riesig und scheinbar ein Baum. Können gerne kämpfen. Manchmal ist die Kamera schon ein bisschen unvorteilhaft. Aber das Ding ist echt riesig. Ach ja, diese Kampfmusik. So. Zack. Doch, die hat was, die Musik. Oh, da bin ich noch ausgewichen? Okay. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Das ist ja auch was ich bei Pokepark schon mal gesagt habe. Ich finde, es ist echt cool gemacht, dass man so die Größen der Pokémon mal wirklich in echt sieht. Ich hätte gedacht, Kerapendra ist viel kleiner. Hallo Baum, mein Freund der Baum. Gut. Ist eigentlich zufälligerweise noch irgendwer... Oh, hier kommen Beeren runter. Und irgendwas Langes hing da gerade vom Baum. Ach, Burmi! Man sieht auf den ersten Blick, dass du was Besonderes bist. Und ich habe schon mal jemanden mit einem ähnlichen Gesicht gesehen. Er hat immer zu gelächelt und war total nett zu allen. Alles klar, du und ich, wir sollten Freunde sein. Okay. Ich komme von weit her. Der Ort hieß zwar auch Pokepark, war aber ganz anders als dieser hier. Huh. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass das Ganze vielleicht doch nicht in einem Pokepark spielt? Man weiß es nicht. Ah, das müsste ja das Schild vom Arkane-Bezirk sein, oder? Hier geht es zum Arkane-Bezirk, der Wasserquelle des Pokeparks. Na dann wollen wir doch mal. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsbezirke, zusammen mit dem Gezeitenufer, zum Seeufer Arkane-Bezirk. Ja, bitte. Dieser Ort ist so schön. Ich finde es schade, dass der erst so spät im Spiel vorkommt. Aber das passt schon. Besser spät als nie. Das Beste kommt zum Schluss. Wie auch immer man es sehen möchte. Arkane-Bezirk. Der ist so toll. Es ist quasi so ähnlich wie der Flora-Bezirk, könnte man sagen. Aber wir haben hier so ein bisschen Wasser. Wir haben im Hintergrund diese riesigen Berge. Und wie ihr hier vielleicht seht, im Hintergrund jede Menge Blumen. Und das ist das, was ich so toll finde, dass es hier so viele Blumen gibt. Das liebe ich einfach. Kommst du eigentlich von weit her? Hör mal, ich bin mit zwei anderen Voltilam befreundet. Aus lauter Sorge um die beiden bekomme ich nun selbst kein Auge mehr zu. Vielleicht fallen mir die Äuglein zu, wenn ich jemandem beim Ratzen zusehe. Was meinst du? Wärst du so gut, mir zu helfen, in die Federn zu kommen? Vielleicht muss ich jetzt ein Foto von einem schlafenden Pokémon machen. Das wäre eine Möglichkeit. Was sagt ihr so? Du bist hundemüde. Okay. Ihr wollt alle ein Nickerchen machen, alles klar. Ah, der Arkane-Bezirk ist so schön. Gehen wir erstmal hier lang. Hier ist noch ein Baum. Er ist vielleicht nicht der spektakulärste Bezirk. Aber für mich mit einer... Huch, ich wollte nochmal dagegen rennen. Der schönsten. Das auf jeden Fall. Wir haben schon wieder einige Beeren. Alleine hier. Diese Blumenbeete. Ich finde das so schön. Auf jeden Fall. Wenn ich von hier aus vielleicht nochmal gucke. Ja, es ist definitiv schön. Hallo. Du kommst von weit her, habe ich recht? Besitzt du vielleicht ein Megafon? Meine Stimme ist nämlich furchtbar leise. Das würde mir schon sehr weiterhelfen. Dankeschön.
Ja gut. Ich finde das total cool, dass man sich, kannst du mich nur besser hören? Dass man sich auch so mit Pokémon anfreunden kann, indem man denen irgendwelche Items gibt. Das ist auch immer ganz schön. Und man kann da jetzt auch gerade in dieser kleinen Cutscene mit Folikorn auch ganz gut sehen, wo wir jetzt genau sind. Da war nämlich der Felsen von Serpiroyal zu sehen. Wir sind also quasi genau dahinter. Gucken wir uns mal weiter um. Gibt's bestimmt noch einiges zu entdecken. Zum Beispiel Blitzer habe ich da gesehen. Oh, ich habe wieder Honigtöpfe gefunden. Ganz viele. Vielleicht muss ich die hier farmen. Für Wailord. So, du kommst also aus einem anderen Bezirk, was? Hier ist so viel Platz, dass man Lust bekommt, durch die Gegend zu tollen. Okay. Ach, Rennstrecke. Ah, okay. Ich dachte, rumtollen könnte vielleicht auch, kämpfen sein. Bei der Holzkiste. Okay. Ich glaube, da bin ich mit Pikachu nicht schnell genug. Aber ich guck mal. Holzkiste, irgendwo hier hinten. Wenn ich mal die Holzkiste finden würde. Nutzen wir diese Runde, um die Holzkiste zu finden? Ach, da hinten ist die. Ja gut, ich habe ja schon mehr Sekunden gebraucht, um hier hinzurennen. Also mehr als die Hälfte. Ja, ich glaube... Okay. Jetzt bin ich, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. Aber zumindest weiß ich jetzt, wo die Holzkiste ist. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja, tut mir leid. Also... Über die Brücke? Oh, mal gucken. Wenn ich Blitzer das nächste Mal in der Nähe habe, muss ich ihn mal mit Serpifeu ansprechen. Hier kann man aber echt gut Honigtöpfe farmen. So, hier ist Drift Zeppeli. Da ist der Luturzel-Tower. Hey, du da, wer bist du? Willst du Fang spielen? Ah, oh, ich wechsle mal kurz. Da hinten ist eine wahrweiße Feder. Ich hab's genau gesehen. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll mit Erkunden. Dieser Luturzel-Turm ist so süß irgendwie. Auch wenn ich ja nicht so der Fan von Luturzel bin, aber trotzdem. Kaputt gemacht. Einer ist sogar im Wasser gelandet, sehr schön. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Ich hab so das mit Shiggy Freundschaft schließen, hörst du? Er gehört zu der extrem schüchternen Sorte und verkriecht sich gleich in seinen Panzer, wenn man sich ihm nur nähert. Du kannst ihn jedoch mit einem lieblichen Geschenk wie etwa einer Plüschpuppe aus der Reserve locken. Ah. Okay. Shiggy, Shiggy. Das könnte so eine von diesen Pokepuppen sein, die man hier manchmal kriegt. So. Und da bin ich gekommen. Rennen wir erstmal in die Richtung weiter. Da ist Drift Zeppeli. Da haben wir einen riesigen Ball. Oh, da oben ist eine wahrweiße Feder. Ich meine, gut, dass man hier noch welche kriegt. Überrascht mich nicht, weil man kriegt hier eigentlich in jedem Gebiet ein paar. Also ich denke, wir haben dann auf jeden Fall mehr als genug am Ende. 1000 Beeren. Die kann ich gut nutzen. Ah, und hier ist der Schrein von Reshiram. Das ist gut zu wissen. Da hinten konnte man jetzt auch, so, ganz gut die Statue von Serpiroyal sehen. Sieht einfach zu schön aus. Da musste ich ein Foto machen. Zurück. So. Dann wissen wir zumindest schon mal, wo der Schrein von Reshiram ist. Da ist noch ein Beerenbaum mit einer faulen Beere. Gut. Aufs Wasser will ich auf jeden Fall auch nochmal. Huch! Lauf doch nicht weg. Ja, ich mag es zu rennen.
Du bist sogar ein Frühlingskroniowild. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, es ist immer das Frühlingskroniowild. Das passt irgendwie auch am besten hier hin. Was hüpft denn da hinten so fröhlich rum? Ach, da ist noch ein Azu. Huch. Azuril. Mudkip! Oh, es tut mir leid. Ja, es ist echt schwer, den auszuweichen, wenn du nah dran bist. Ich schub's hier alle weg. Sehr gut, schon fast von vorne getroffen. Mein lieber Herr Gesangsverein, du bist ja vielleicht schnell. Gut, ich meine, wir haben hier kein Plakatportal mehr. Deswegen ist es jetzt nicht so nötig, sich mit dem Pokémon anzufreunden, aber hi, es gehört für mich einfach dazu. So, Krabbi. Krabbi. Krabbi, warte. Ich hatte was Kurioses gehört. In irgendeinem Bezirk, der nur aus Felsen besteht, soll es so einen Typen geben, der einen großen Wackerstein auf seinem Buckel trägt. Und er meint, er könne den großen Mann markieren, indem er wild seine Scheren durch die Luft schwingt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Scheren von diesem Kerl auch nur halb so scharf sind wie meine, aber wenn du zufällig ein Foto von mir hättest, würde ich zumindest mal einen Blick drauf werfen. Stalker Krabbi. Ich verstehe. Okay. Gut. Ah, da ist dann Azuril und Bisofang. Da sind noch einige Pokémon. Und dann können wir auch noch mal in die Mitte. Ah, da sind zwei Bisofang und da hinten ist der Schrein. Doch, dann können wir vielleicht im nächsten Part uns hier noch mal in Ruhe umschauen und vielleicht auch schon mal mit Demeteros sprechen. Wenn ich hier fertig bin, denke ich, werde ich mich erstmal vielleicht am Turnier der Kämpfe versuchen. Und danach gucken wir dann wegen Zekrom und Reshiram. Gut, ich würde sagen, dass Bobisofang. Das war's für heute mit Let's Play. Pokepark 2, die Dimension der Wünsche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.